Ja. Vorgezogen. Ja, richtig. Finale sind ja. Wir erst. So, da hat der Sebastian mal noch ein bisschen geübt hier, sich vorbereitet. Das ist auch, ja, alles passt hier jetzt, ja. Der Sebastian weiß ja wohl, dass er gegen Jakob Belka spielt. Jakob Belka spielt ebenfalls Bundesliga. Der spielt Fortuna Straubing. Fortuna Straubing, ja. Das zweite Bundesliga. Erste Bundesliga, genau. Und der Sebastian Stab, was soll man über den sagen? Er ist dreifacher deutscher Meister. Ja, also. Ja, vor allem eben im Zehnball hat er es gepackt, hier ja, den Titel jetzt noch mal zu sichern. Das wird man, jetzt hat man auch nochmal gesehen, das Key, also für ihn das Wichtigste scheint wohl wirklich jetzt auch das Break dahingehend zu sein, dass er hier sagt, hey, ich spiele einen Winner Break, ich habe hier echt eine Chance, ich muss einfach das Break beherrschen. Ja. Ja, und jetzt geht's auch schon los. Wir spielen jetzt Achtelfinale auf 6 Gewinnspiele. Richtig. Okay. Mal sehen, Jakob breakt. Und mal schauen, wie es bei ihm jetzt wird. Ja. Starkes Break. Die drei fällt noch. Er sieht die ein. Ja, cool, okay. Ja, prima. Schön. Aber direkt eine Situation, wo wir mit einem taktischen Duell starten werden hier. Ja. Viel besser. Mhm. So, mal schauen. Oder wird er direkt offensiv den Bank versuchen? Mal schauen. Ich glaube, er macht einen Bänder. Ja, er macht den Bänder, ja. Ja. Nur knapp verfehlt hier. Knapp verfehlt. Nun gut, die Gelegenheit für den Sebastian Stab. Schaut er sich lang an, ja? Ja. Jawohl. Der geht, ja. Prima. So, das war auch schon die Schlüsselstelle jetzt. Ja. Geht es jetzt wirklich darum, konsequent durchspielen? Ja, mal schauen, wie er ins Match reinfindet. Ah, der Winkel ist gut. Kann er laufen lassen für die 6? Die läuft der weit hier. Die läuft weit. Ja. Hm. Muss er sich jetzt nochmal überlegen, wie er da rauskommt. Ja. Hm. Ja, mal schauen. Wird den dünn versuchen? Wo kommt er? Trifft er die 7 dann? Ja. Mal schauen. Ja. Ja, er trifft sie. Ja, aber. Hm. Okay, ist nicht so dolle liegen geblieben. Ja. Ja, ich denke, er sucht nach einer Lösung, nach einer Safe. Ja. Wahrscheinlich relativ dünn, hinter der 10 parken. Ah, relativ dick. Okay, spielt sie so. Das sieht gut aus, das läuft gut. Das läuft gut. Okay. Okay. Ja. Da sind ein paar Kugeln dazwischen hier, ja.
Jakob guckt sich das lange an. Muss hier versuchen, irgendwie einen Kontakt zu finden, um zumindest keinen lochbaren Ball hier liegen zu lassen. Vielleicht die 7 dünn an die Seitenbande. Ja, trifft sie relativ voll, aber kommt nicht an der 10 vorbei und lässt damit den Ball in die obere Ecktasche, Kopf rechts. Ja. Wird Sebastian sicher angehen, ja. Jawohl. Ja. Nimmt die Ecke noch mit, aber sie fällt, genau, alles genau, gut. Richtig. So, jetzt die richtige Länge. Schauen wir mal. Ja, ist gut. Sieht gut aus. Ja. So. Ja, somit geht Sebastian hier wohl mit ziemlicher Sicherheit mit 1-0 in Führung. Ja, ich denke auch. Das lässt er, den lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen. Jawohl. Ja. Sebastian Stab geht in Führung mit 1-0. Jetzt habe ich natürlich nicht gefragt, was der Sebastian Stab für einen Kö spielt. Ich frage das immer ganz gern, weil ich denke, den Herstellern ist es auch recht, wenn man weiß, wer welchen Kö spielt. Das ist doch ein bisschen Werbung. Ja, natürlich. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich kenne es auch nicht. Wir hatten jetzt gerade hinter uns abgestellt. Ja. Was spielst du denn für einen Kö? Ich spiele einen Jean. Okay. Schauen wir uns mal den Break an vom Sebastian. Oh, der Break mit dem offenen Bock. Okay, ja, die 6 fällt. Hat einen guten Traumbreak. Traumbreak, genau. Also das kann man sich ja mit der Hand kaum besser hinlegen. Tja. Wirklich. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, stark. Ja, das ist halt wirklich auf dem Niveau, wenn du sagst, du möchtest dir hier Vorsprung erarbeiten oder wirklich da was reißen, dann musst du einfach schauen, wenn du schon Winner Break spielst, dann hilft das ungemein, wenn du hier auch dich darauf verlassen kannst, dass das auch kommt. Ja. Ja, da muss jetzt gucken, dass er entweder jetzt noch vor der 7 rauskommt oder hinter der 7. Ne? Er wählt den Weg hinter der 7. Ja, schwierige Position genommen, aber oder ja. War, ja. Ja, passt. Die richtige Länge kommt. Passt. Sieht gut aus. Ja. So. Ja, ja, der richtige grade, Winkel auf die 4, ja. Ja, also ein weiter Winkel ist drin, ne? Ja, wird noch der Schlüsselball werden. Von der 4 auf die 5 hoch. Ja. Mal schauen, wie er den spielt. Setzt ihn tief an. Ja, ich glaube, der hat so einen Winkel. Ja. Tief und dann aber mit Konter wieder. Mhm. Wunderbar. Ja, jetzt kann er schön über die kurze, lange Bande, ja, quer über den Tisch, hoch zur 5. Wird wahrscheinlich versuchen, nah an der 9 vorbeizukommen. Ja. Um dann. Mal schauen. Ja, nein, geht hinter der 7 vorbei. Hinter? Ups. Ja, schön. Ja. Nicht so gerade, nicht so gerade. Das jetzt. Ah, ist ein bisschen wenig Winkel. Ne? Ja, ja. Jetzt muss er schauen. Ich glaube, die geht nicht mehr an der 9 vorbei.
Da muss er jetzt, da muss er zaubern jetzt. Da muss er jetzt zaubern, ja. Da bin ich ganz gespannt, was er hier macht draus. Ja, tief rechts, oder? Tief rechts, ja, gut. Er muss schauen, dass jawohl, er... Jawohl. Oh, schade. Guck mal. Schöner die läuft Ball. Schon fast zu weit. Nee, läuft prima. Schöner Ball, ja, ja. Schöner Ball, ey. Wahnsinn. Guck mal, wie viel Qualität da im Stoß ist. Ja, ne? Ja, viel fester. Kannst also, ja. Wenn du ihn fester spielen musst, dann ist die Gefahr natürlich, dass er klappert auch. Ja, das war stark gemacht. Ja, auf jeden Fall, ja. Versucht den jetzt so wieder auf Mitte Tisch rüber zu drücken. Oh, nee, lässt ihn laufen. Oh, der lässt ihn laufen, ja. Ja, kommt, kommt. Kommt, ja, kommt. Etwas viel Winkel, aber geht ja, noch. Ja, ja. Jetzt pendeln lassen. Lange ja, Bande, ja. Lange Bande. Ja, die 9 liegt natürlich einfach 7 Loch und Rest passiert automatisch. Richtig. Gucken, oh ja. Schön. Perfekt. Stark gemacht, stark gemacht. Perfekt, besser gehalten hat. Ja, besser geht nicht, ja. Ja, der Sebastian ist nicht umsonst deutscher Meister geworden, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, das kriegst du nicht einfach mal so, ja. Oh, gar nicht. Ja. Prima. Prima. Ja, was kann man eigentlich sagen? Was hat Jakob bisher denn falsch gemacht? Tja. Wie war's denn im ersten Rack? Tja, im ersten Rack hat er halt Bänder probiert. Der hat halt nicht geklappt. Genau, ja. Das war sein erster Stoß, oder? War sein erster Stoß, ja. Seither ist er am Bauen. Soll er jetzt anbauen, ja. Tja. Ja, natürlich. Ja gut, mal schauen. Tja, ist übel. Aber das ist halt die Klasse, ne, die diese Spieler haben. Ne. Da darfst du halt wirklich, da darfst du wirklich gar keinen Fehler machen. Ne. Darfst du wirklich gar keinen Fehler machen. So, schauen wir mal, sonst sehen. Bastian, was da passiert beim Breaken? Break viel zentraler ja. Als Jakob in seinem ersten und ja, die 7, oh, beide oh. Zu lang, oh, die, oh, weiß. Die weiße, der 3, der 4 Bänder kommt noch, kommt noch. Kommt noch, ja. Jawohl, jawohl. Sieht er die 1? Die 1, ich glaube, der sieht sie. Ich glaube, warte mal, vielleicht sieht man es hier besser. Ich glaube, ja. Das ist nicht so. Ja, von hier. Ich würde sagen, ja. Ja, schaut sich die 2 auch an. Mhm. Gut. Und die 2 dann lang? Nee, ich glaube, er will sie Hektar laufen dann lassen für die 2 Mitte. 2 Mitte? Ja. Ja, ja. Die Frage ist nur links oder rechts von der 9 vorbei. Ja, ja. Ja, tatsächlich. Genau. Tatsächlich. Oh, perfekter Winkel perfekt, zur 3 ja. Rüber. Ja. Eine Ballumdrehung weiter und er muss die 3-7 irgendwie spielen und so kann er so sich jetzt schön für an der 10 vorbei in die gegenüberliegende Ecktasche spielen. Ja. Ah, der war ganz stark, der Ball. Okay. Er ist ein bisschen weit gelaufen, aber ja. Hat jetzt natürlich, er wollte natürlich Winkel hoch zur um die 5 dann in die Ecktasche, Mitteltasche zu spielen. Aber es war ein bisschen weit, ja. Muss er jetzt schauen. Was wir dann jetzt spielen? An die linke lange Bande und dann wieder ein bisschen rauslaufen. Ja, genau. Oder schaut er sich dann den direkten Weg runter an der Kopfbande? Bisschen viel Winkel, ne? Ja, ich glaube, da so viel Wirkung wird da nicht raus, oder? Ah, ja, doch, der spielt tief, der spielt tief, ja. Der lässt die bis runter an die Kopfbande laufen jetzt. Pass auf. Ja, guck dir das an. Jawohl. Sauber, ja. Ja, fast schon zu viel Wirkung jetzt. Jetzt muss er die eigentlich schon fast lang spielen. Nee, ich glaube, der spielt die in die Mitte. Vielleicht, ich sag mal, der Winkel wäre eigentlich ja für die 6 dann das Kopffeld.
Oder? Ich glaube, als Nachlauf kommt der Richtung 7. Ja, schaut sich, guck mal, da sagt die Weiße, bleibt etwa hier liegen. Und damit kann ich leben, die kann ich lochen, die 6. Jetzt schau da. Ja, die, von der 9 ist natürlich beim fürs Pendeln im Weg. Ja, die macht dann nicht schwierig. Das ist schon wohl richtig. Ja. Also ich glaube, ich würde tatsächlich hergehen und sagen, dann spiele ich die 5 lieber lang. Ich spiele lieber 2 mittelschwere Bälle wie einen ganz schweren. Ja, das schweren. Schaut er sich jetzt auch gerade an, ja. Ja, ob er es dann nicht doch lieber lang spielt, ja. Tja. Wenn er die 2 ungefähr da wieder rausholen kann, wo die 5 jetzt liegt, ist alles gut. Naja, das spielst du im Nachlauf. Guck mal. Nee, doch, er versucht es. Ein Diamant davor, das fällt nicht mehr. Die fällt nicht mehr. Die fällt die nicht. Die fällt nicht mehr. Da wollte das Loch ausnutzen, ne, um die Position auf die 6 noch. Also, das bist du möglich rauszuholen hier, ne? So. Tja, und? So, die Chance für den Jakob. Für den Jakob Belka. Genau. Tja. Ja. Gerade, relativ gerade. Ja. Ich glaube, der hätte sich jetzt ein bisschen einen Winkel gewünscht hier. Ja, muss jetzt natürlich schauen. Für die 8 ja. Muss er jetzt entweder sagen wir mal einen halben Diamant zurück. Ja, jetzt. Ja. Jetzt wahrscheinlich als Nachlauf in die Fußbande. Vermutlich auch. Mit etwas links auf jeden, ja? Ja, ja, genau. Ja, genau, ja. Ja. Tief rechts. Ja. Oh, raus, guck mal, ja. Der stellt sich das aufs Mittelloch. Ja, ja, ja. Ich hätte fast lang gespielt, den neuen. Ja. Okay. Ja, aber die haben mehr Ahnung von Billard auch wie ich. Deswegen verliere ich meistens. Jetzt mal schauen, wahrscheinlich tief auf die rechte, oder? Lässt er laufen? Lässt er laufen? Will er die nochmal? Ah, ne. Naja, er nimmt da die 10 okay. Kauft. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob er die jetzt hier versenkt. So ja. Ist das. 2:1, neuer Spielstand 2:1 für den Sebastian Stab vom PBC Joga Altstadt gegen den Jakob Belka von Fortuna Straubing. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt hat Jakob ja. Das Break. Mal schauen, ob er bei seiner alten Break-Position bleibt, etwas links, fast ein Diamant links von ihm aus gesehen, oder ja, sieht so aus. So, sein Break, mal gucken, wie es von oben aussieht, oder? Ja. Ja, wieder fast ein Diamant links. Gucken, die 8 beobachten, die 3. So, jawohl, und jetzt? Die 3 fällt. Die 1 bleibt. Nee, die ist noch da. Die 1 ist in der Ecke, ja, sieht sie. Okay. Hat einen Ball auf die 1. Ja. Wird wahrscheinlich eine lange 2 haben. Die 3 ist weg. Ja. Ja, die 4 liegt hier. Fast zentral. Ja. Gut, dann mal schauen, ja. Aber es ist trotzdem nicht ganz einfach, ne? Nee, ja, auch. Die, allein die 1 jetzt. Ja, die 5 versteckt sich auch so ein bisschen hinter der 10. Gut, die 4 ist irgendwo in der Nähe. Von daher, wenn er der richtige Winkel hat, ist es kein Problem. Wenn nicht, ist es ein Problem. So, jawohl, kommt. Kommt schon raus. Ja, ist okay. Wird die Weiße jetzt laufen lassen müssen. Ja. Für die 4 ins rechte Mittelloch. Ja.
Ja, Mittelloch oder vielleicht in die Ecktasche dann, ne? Ist ja die Frage, was bietet ihr mehr Möglichkeiten? Ja, schaut sich's an, vielleicht doch eher Mittelloch, ne? Umso weiter der Weg, umso ungenauer wird's meist. Ja, natürlich. Mittelloch hat natürlich die Gefahr, Achtung. Okay. Wenn er jetzt zu kurz kommen sollte. Ah, die richtige. Wunderbar. Er hat die richtige. Wunderbar. Ja. Ich glaube, die läuft jetzt auf die 8 sogar drauf. So weit wird er so wahrscheinlich gar nicht laufen. Lassen, ne? Die richtige geht so in Richtung, Richtung 8, ne? Würde ich sagen, ja. Ja. Hoppa. So. Stellt sich die 6 für die Mitte. Tja, also ein bisschen kurz. Ist kurz. Ja, reicht aber. Ist jetzt die Frage, geht die 7 an der 8 vorbei? Spielt er sie lang? Hm. Oder mit viel Konter? Jawohl. Mit viel Konter. Jawohl. Oh, das muss ja auch können, gell? Ja, richtig schön Tempo und Konter dosiert, ja. Dass nicht am Ende ein Stoppball wird. Ja, der Winkel auf die 7 ist eigentlich genau richtig, weil er braucht auch auf die 8 genügend Winkel, um wieder auf die 9 rüberzukommen. Ja, und die 9 ist so ein Problem noch, gell? Die kannst du eigentlich nur lang spielen hier, ne? Über die Mitteltasche ist immer so. Ja. Wird er Pendel, oder was meinst du? Ja. Oder leicht? Doch, ich denke, er pendelt. Jawohl, genau. Er pendelt. Ja, hat jetzt. Ja, ist ein guter Winkel. Ja. Jetzt kann er sie wieder hochziehen ins Kopffeld. Ja? Im Idealfall eigentlich ein Diamant überall. Mal gucken, ob er überhaupt bis zur Kopflinie kommt. Mm, ja. Schön gelaufen, oh, starker schön, Ball, genau. Perfekte Position. Gut. Einfach reinrollen. Ja. Jawohl. Ein bisschen weiter, aber. Ah, das ist ja safe. Okay. Jawohl. 2 Zuber. 2 Zuber. Ja, neuer Spielstand. Der Jakob Belka, der lässt sich ja aber auch nicht einfach über den Tisch ziehen. 2:2. Ja. Super Spiel bis jetzt, also ehrlich. Ja, war gut. Ja. Ein Banker verschossen, eine lange von Jakob, eine lange verschossen von Sebastian und zack haben die jeweils anderen 2 Partien ausgemacht. Richtig, ja. So. Mal sehen jetzt. Mal gucken, ob was fällt. Jawohl, die 3 hat einen Kick bekommen leider. Ja. Die 9. Das ist was 9, ja. Das ist was 9. Einstiegsball ist auch da. Hat die 1 noch etwas rübergekickt? Ja, ist alles wieder offen. Alles offen. Also. Haben wir wieder jetzt ganz direkt am Anfang den Ball, um den es geht. Ja. Die 7 liegt weit genug hinten, dass er die Weise an die. Ja. Na gut, er wird dann Rückläufer spielen müssen. Ne? Die 2 geht ja auch in die Ecktasche.
Ecktasche, also zwei, eigentlich ja, die zwei dann Stoppball, die drei, ja, ein bisschen Rückläufer von der zwei, das wäre ideal, genau, damit er dann hochlaufen kann auf die vier in die Ecktasche. Schauen wir mal. Oh, da spielt sie an. Von der sieben. Cool. Cool. Ja. So, jetzt heißt es wieder, konsequent durchspielen. Ja, jetzt leichten Rückläufer, also ein Stückchen so, also so 20, 30 Zentimeter zurück, 30 Zentimeter. Ja. Eigentlich, ja. Er kann zurück, solange er sich nicht hinter der 8 versteckt. Ja. Schauen wir mal. Die 2 verschossen, ja. Oh, die 2 verschossen. Der Winkel war auch nicht gut. Der Winkel war jetzt auch nicht gut auf die 3. Okay. Ja. So, schauen wir. Muss er gut zurückziehen jetzt. Mhm. Das war aber ganz übelst abgerutscht, ja, gell? Das hat man irre. Das hat man übelst gehört, ja. Au. Tja. Ja, jetzt muss man schauen, wie geht man jetzt damit um. Er sieht die 3 wohl noch, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht doch, ja. Aber. Gut, Lochen glaube ich nicht jetzt. Ne? Schon genau hin, gell? Ich glaube, ein Stückchen zieht er noch von der 3, aber. Ja, schau doch ein bisschen ratlos. Naja. Na gut, was ist denn auch, wenn er so jetzt nur dünn treffen kann? Ne? Ja, der Ultraball. Dass die Reus ins Eklofeld, ne? Komm, wir spinnen jetzt mal. Der Ultraball ist, er schneidet die ganz dünn ins Mittelloch. Mit Links-Effet und kommt von der Kopfbande rechts von der 8 und der 10 zur 4 runter. Ja, genau, richtig. Und reißt sich anschließend dann seinen Pulli vom Leib. Ne? Und drunter Vorschein kommt ein Trikot von Batman. Ja. Oh, ja. Wollte safe spielen? Er wollte dann safe spielen. Ja, nicht gelungen. Ja. Ja, ich glaube schon, aber safe spielen wollte, ja. Oder noch besser, reißt sich das Pulli vom Leib und unter drunter kommt ein Tattoo vom Vorschein, ja? Chuck Norris. Jetzt auch eine Blöde, ich habe Chuck Norris Filme immer gern geguckt, ich fand die geil. So. Ja, nicht einfach jetzt auf Jakob natürlich. Das ist jetzt auch schwierig hier, ne? Gut, auf der linken Seite sind viele Kugeln. Wäre relativ einfach, die Weiß zu versuchen, hinter die 8 zu bringen, aber. Ja. Scheint offensiv hier zu spielen. Ja. Ja, ja. Nein, die wirklich probiert zu wollen. Ja, jetzt Glück, hat jetzt Glück, dass ein Könnte fast bleibt, als Option gewesen sein, wirklich. Womöglich, vielleicht hat er das auch gewollt, weiß ich nicht. Wenn dann spiele ich ihn eher ein bisschen zu dick. Und lass damit die Chance, dass ich mir eine Safe-Option habe, ja. Da prüft er jetzt mal alle Optionen, die er so hat. Allzu viele sind es nicht.
Ja, die Kopfbande halt, ne? Ja. Kopfbande, das ist eigentlich noch die sicherste Option. Ja, am besten die drei etwas auf der linken Seite treffen. Ja. Ich meine, er hat sich gerade auch angeguckt, ob die Wiese laufen müsste, ja, für die Fuß rechts, für die in die Tasche zu fallen, aber... Er muss ja auch noch festspielen, dass er auch noch eine Bande bekommt. Ja. Ne? Also, das kommt auch noch dazu. Ne? Du, ja, ich glaube, die kommt richtig gut hier. Mensch. Nein. Ich glaube, die sieht er noch. Meinst du, sieht er noch? Ja, ich glaube schon. So als Bogenstoß vielleicht. Oh, ich glaube, die sieht er nicht wirklich. War trotzdem stark getroffen einfach. Ja, das war super. Das muss ich erst mal können über Vorbande, ne? Die so anzuspielen, dass dann am Ende ein vernünftiger Safe dabei rauskommt. Ne? Ja. So. Also ja, er sagt ja an. Ja. Ich denke, er spielt sie über Vorbande. Über Vorbände. Vorbande. Ich glaube, weil direkt wird er sie nicht sehen, aber. Ja, da schau. Nein! Oh, das ist ja doch. Das ist übel. Schade. So ein schöner Vorbänder gespielt, ja. Ha? Das so Risiko ein schöner Vorbänder. Ja, man muss ehrlich sagen, das Ballenhand hat Sebastian jetzt aber auch verdient. Das war ein wirklich starker Kickshot. Ja. Also den vorher so über Vorbande so schön zu treffen, dass er die weiß versteckt. Wird er ziehen für Mitte. Schön drei, vier Diamanten zurück. 1, 2, 3, 4 und noch etwas weiter. Perfekt. Ja. Manche. Konnte er viel oder lässt er sie hinter der 10 rum? Ah, ich glaube, er läuft hinter der 10, ja. Dann hat er auf jeden Fall einen Winkel in die Bande hinein und. Guck mal, wie viel Rotation der jetzt da drin hat. Ja. Hat jetzt hier einfach den Winkel, um sie einfach nochmal abtropfen zu lassen von der Bande. Ja. Und das ist so eine typische Konstellation, die finde ich, kommt sehr, sehr häufig vor beim, gerade beim 10-Ball oder beim 9-Ball, dass die letzte Kugel vor der 10 oder vor der 9 eben, hier eben im Kopffeld an einer langen Bande liegt. Das ist jetzt dann immer die Situation, spielen wir die jetzt hoch links, lässt die laufen oder versuchst du die doch noch zu ziehen? Tja, habe ich beim letzten Ligaspiel gemacht und Mitteltasche getroffen. Mitteltasche. Ja. Wärst ein guter Stürmer geworden. Ja, ja, ja. Ja, aber das, ich glaube, das ist die bessere und sichere Lösung ist wirklich, wenn man es kontrolliert spielt, dass man so mit hoch links laufen lässt. Ja. Jawohl. Ja, okay. Sebastian Stab macht es 3-2. Sebastian Stab vom PBC Joker Altstadt gegen Jakob Belka Fortuna Straubing. Neuer Spielstand 3-2. So, gespielt wird ja auf 7, gell? Auf 6. Auf 6, auf 6, okay. 6 Gewinnspiele, okay. Auf 7 spielen wir das Finale. Okay, und das ist das erste Achtelfinale hier. Ja. Also an anderen Tischen laufen jetzt auch schon, aber das war jetzt das erste. Yep. Ist natürlich ein Knaller, man wundert sich, dass die aufeinandertreffen. Es ist eben so, dass Jakob hat in einer der Zwischenrunden gegen einen Billardlöwen von uns verloren. Aha. Gegen den Ralf von Daniel. Das ist unsere erste Mannschaft. Der hat einen. Ralf hat. Jetzt ist Sebastian die Weiße vom Tisch gesprungen. Ja.
unglücklich. Aber um das noch zu Ende zu bringen, Ralf hat wohl ein starkes Spiel gemacht und hat Jakob mit 5:3 geschlagen. Und dann musste jetzt Jakob durch die Verliererrunde kommen und deswegen treffen die jetzt schon im Achtelfinale aufeinander. Aha. So wird er wahrscheinlich als, genau, Karambolage spielen. Ja, Ralf ist auch der einzige von PBC Red Line, der es hier ins Achtelfinale geschafft hat. Okay. Von daher mal schauen, wie es bei ihm ausgeht. Und Achtung. Ach, das ist die 2 da hinten. Das ist die 2, ja. Ah, okay. Da liegt die 2 noch. Das ist schon noch richtig. Da ist es noch okay, ja. Ah, jetzt muss er ganz schön den Weg mit der Weißen zurücklegen. Die 2 im Fußbereich, 3 Kopfbereich, 4 wieder Fußbereich und die 5 ist wieder da oben, die 6 ist wieder unten. Ja. Sieht fast aus wie ein Trainingsbild. Großes Positionsspiel. Großer Positionsbereich, ja. Nur die 9 und die 10 passen da nicht ganz rein. Nein. Nein. Wobei er hat die 6 in der Nähe. Ja, ja, also ja, nur vom großen Positionsspiel passt das nicht. Ja, ja. Schön. Ja, kann die laufen lassen. Ja, tief links, genau, hinter der 6 vorbei. Ja, ich glaube, braucht er gar nicht so tief. Ich denke, er wird sich am liebsten die wünschen, Position auf die 5, auch wie jetzt bei der 4 in einer Linie. Ja. Um dann auch über 2 Banden auf die linke Seite zu gehen für die. Ja, gut, kommt schön, länger, schön. Kommt ja, länger, ja. Aber ist ihm zu weit. Zu weit, ja. Aber, ja. Jetzt. Gut, jetzt muss er ziehen. Eben. Hat das Glück, dass die Bande da ist, eigentlich alles zwischen 4 ja, also und 7. Es sollte eigentlich jetzt übers Mittelloch drüber laufen, so beim zwischen 1. und 2. Diamant eigentlich, ja. Ne? Ja, guck. Genau. Oh, ja. Zu weit, oh, wieder zu weit. Hat vielleicht das Glück. Die sitzt, ja. Ist übel. So, nun. Tja. Ja, ist viel Winkel, ja. Ja, jetzt guckt er, was passiert, wenn er jetzt hier drauf spielt. Aber was passiert dann, ne? Im Idealfall trifft er die 10. Tja. Dann läuft die 10 nach oben in die Weiße. Jawohl. Oh. Ja, war aber super gespielt, genau. Schön daran gestoppt. Tja, okay. Das ist eine lange 9. Aber das. Aber der Fehler war ihm eigentlich von der 4 auf die 5, dass ihm die zu weit gelaufen ist. Ja. Kein Winkel, muss den Zugball spielen und so passiert es dann, ja. Ja, jetzt überlegt er nochmal. Ne? Ja, ja. Er hat jetzt ein. Was spielt er jetzt? Konter-Effi? Oder lässt er eher. Konter-Effi wird er relativ weit links trotzdem landen. Ja, da spielt ein Lauf, da spielt sie tief links und lässt der kurze, lange Bande rüberlaufen auf die Zehen. Pass auf. Ja, das da? Ja. Genau. Ja. Ja. Hat halt relativ viel Winkel, aber das geht. Ist die sicherste Option jetzt. Ja. Also mit der Chance zum Ausgleich. Ja. Tja, der Ausgleich. Jakob Belka. 3:3. Gleich aus. Neuspielstand. Sebastian Starr vom PBC Joker Altstadt gegen Jakob Belka Fortuna Straubing. Neuer Spielstand 3:3. Ja, das macht richtig Laune, den Jungs hier zuzuschauen. Ja. So ist das. Ja, so ein richtiger Könner. Aber man sieht auch, sie investieren beide sehr viel. Ich glaube, sie sind sich durchaus bewusst, wenn sie jetzt etwas nachlassen. Tja. Was ich in Sachen Filmen bin, sind die in Sachen Billardspiel. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Also die sind auch ein bisschen bekloppt, ne?
Die Jungs haben richtig Zeit investiert in ihr Spiel. Ja, klar. Ja, ich meine, du wirst ja nicht so gut, weil du so geboren wirst. Ja, ja. Ja, klar, bringst du zu einem gewissen Grad Talent mit, aber du musst auch viel Selbstdisziplin mitbringen. Ja, ja, ja. Wille zum Training, Wille zum Lernen und von allen Dingen Stehvermögen. Ja. Um dabei zu bleiben, um auch weiterhin dich richtig reinzuhängen. Es ist ein langer, verdammt langer und schwerer Weg. So, jetzt mal schauen, Jakob. Macht dem Sebastian direkt nach. Dachte, was du kannst, kann ich auch. Tja, die beiden stehen sich in nichts nach. Was der eine kann, kann der andere auch. Das ist unglaublich. Okay. Wird nochmal die Weiße geputzt. Da fehlt einfach ein Schiedsrichter, ja. Zieh dir mal ein paar weiße Handschuhe an, Mensch. Ja. Und dann muss ich noch mit Moonwalk einmarschieren. So, jetzt wird man geprüft hier. Ja, ja. Ja. Gut, eine Kombination. Thema ist, wie stelle ich auf die zwei? Ja. Ich meine, wenn er sich die Weiße jetzt an die lange Bande legt, rechts an die lange Bande, dann kann er die Kombi spielen auf die zwei. Ist nur die Frage. Was macht er mit der Weißen dann wieder? Die Weiße müsste dann über die kurze, lange Bande so weit wieder rauslaufen, dass die 2 spielbar ist. Ne? Ich bin, so wie er dir eben angezeigt hat, könnte ich mir fast vorstellen, dass er versucht, zwischen 2 und 9 durchzulaufen. Oder auf die 9 zu laufen, etwa, dass er die 2 lang spielen kann. Ja, oder an der Kopf, an der Fußbande, rechts am ersten Diamanten. Ne? Das sieht irgendwie so von der Linie her. Ah, ne, guck mal, ja, was er macht hier. Ja, ja. Ah. Okay, der spielt ja so rum durch. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob er die so wollt. Ja, ist auch nicht ganz sicher. Ja, klar, kann er angehen. Das ist natürlich aber ein Mörderball. Tja. Oder hinter der 8 parken. Da spielt die lang. Da spielt eine Sicherheit. Und eine gute Sicherheit sehr noch stark dazu. Ja. Sehr stark. Boah, alles gut. Ja. Die ist gut. Ja, da muss der Jakob gucken, ja, was er da macht hier. Ist der Weg. Ja, gut. Theoretisch rechts an die lange Bande, ja, der guckt er auch, ja. Da guckt er auch, da rechnet er. Der Jakob hat ja sich wirklich nochmal Unterricht genommen, ja, auch schon zur Zeit, als er schon Bundesliga gespielt hat, Unterricht genommen bei einem Karambolspieler. Der hat ihm das Bandensystem erklärt. Okay. Oder von dem hat er sich lehren lassen. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist wirklich wichtig. Ja, ne? Ich meine, die Situationen hier, ne? Wenn du die jetzt nicht triffst, dann hat dein Gegner einen Ball in Hand. Gegner ist Sebastian Starr, Ball in Hand. Hallo, verlorenes Spiel. Ja, ja. Ja, das ist, wenn du in dem Niveau, in dieser Klasse spielst, dann sag ja, die sind nicht weniger bekloppt wie ich. Ja. Ja, ja, die investieren ja auch Geld, ne? Die ganze Fahrtwege und. Ja, ich meine, die wenigsten haben ja so ein Sponsoring, dass die keine Kosten haben, keine Unkosten. Ja, ja. So, er sagt jetzt die 2 Fuß Kopf links an. Ja. Mal schauen. Oh, knapp vorbei, ja. Knapp vorbei. Ja, kommt steil raus. Ja. So, mit wieder die, jetzt wechselt das Momentum aber immer wieder hin und her. Jetzt hat es Sebastian wieder. Gerade eben erster Ausgleich von Jakob. Ja. Und eigentlich erstaunlich ist schon jetzt das zweite Ball in Hand für Sebastian. Nach dem Breakfoul
Ja, das stimmt. Mal richtig sehen, ob er sich noch ein drittes geben lässt oder ob das ein Handlang soll. Jetzt schauen wir sich den Winkel nochmal an. Eigentlich hat er doch jetzt ein bisschen. Guck mal, die 6 will er doch bestimmt ins Mittelloch spielen. Ja, ja, das spielt er jetzt hoch rechts, ja. Ja, da spielt er Richtung Laufwert. 10, ja. Aber am besten kurz vor der 10. Guck dir das an, wie viel Qualität ja, da im Stoß ist. Ja, stark. Ganz zart, ganz. Ja, die 8 ist sofort das nächste Problem. Ja. Ja. Sieht jetzt, er muss die 8 für Mitte links stellen oder für lang. Oder für mit rechts. Tja. Ja, also die Ecklöcher, an der Fußbande, die sind ja verbaut für die 8. Ja, ne? Ja, also genau. Geht sowohl als auch nicht. Also bleibt ihnen eigentlich nur die Mitteltaschen oder die Ecklöcher in der Kopfwelt, ne? Ja, jetzt mal gucken, wer. Ah, der Winkel ist gut. Der Winkel, du kannst einen schönen Rückzieher spielen, ja. Kann einen schönen Rückzieher spielen. Ja? Genau. Ich denke, er versucht sie knapp links an der 8 vorbei. Ja. Ja. Für mit rechts. Ja. Das vermute ich auch. Macht er auch. Und wie schön guckt er das an hier. Menschenskinder. Ich will ein Autogramm von ihm. Ich habe schon ein Autogramm von dem. Du, ich habe mir ein Autogramm von dem geben lassen. Ja. Klar doch, logisch. Okay. Cool. So. Tja. 4 zu 3. 4 zu 3 für den Sebastian Stab. Vom PBC Joker Altstadt gegen Jakob Belka Fortuna Straubing. Neuer Spielstand 4 zu 3 für den Sebastian Stab. Gut, nach zwei vermurksten Breaks in Folge sind wir jetzt mal gespannt. Wir haben beide eine andere Safe-Position. So. Guck mal, was hier fällt. Er breakt mit dem offenen Bock. Ja, aber super. Ja, oh. Vier Bände, eins. Die Siebenfeld? Siebenfeld. Oh. Die 1 ist als Einsteiger jetzt nicht gerade der leichteste, aber ja, schwer. 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 Schwer, schwer, schwer. Ja, aber selbst wenn er den da reinschneidet, was kann er denn machen? Ja, eben. Ein bisschen Linksefet zwischen 3 und 8 durch. Und hinten hat er dann genau so einen guten Diamant von der Speed, wo er landen darf. Ja. Ich glaube, das kennt er gut. Ich denke, ich würde eher eine Sicherheit spielen. Ja? Sicherheit, ja. Ja. Ich glaube, das macht er auch. Guck mal, überlegt da. Da weiß er auch. Ja, tief. Geht. Mal schauen. Das ist. Ja. Ja. Ja, ja. Das gibt eine Sicherheit. Okay, ja. Ja, da ist genug dazwischen hier. Ja. Ja, aber wichtig, dass er da auch unten von der Fußbande wieder weggekommen ist. Tja, auf jeden Fall, ja. Verringert er nochmal die Trefferfläche maßgeblich. Tja.
Tja. Ja, was kann er machen? Tja, mit dem Bandensystem ist ja auch so eine Sache, was ja auch ein bisschen als Unsicherheitsfaktor dazu kommt, ist ja auch die Bande, ne? Ja, ja, Tuch, natürlich. Ja, die Reibungseigenschaften. Oh, da, oh, oh, da hat es aber Glück gehabt, dass die Weise nicht noch abging. Ja, aber ein Riesen, ja, gut. Ja, das hat sich. Ja, oh, er sieht er. Meinst du? Ja, sieht er. Vielleicht nicht viel. Ja. Tja. Wird er wahrscheinlich rechts anspielen und wieder zurückholen. Die Weiß. Am besten genau da, wo sie jetzt liegt. Wunderbar. Mhm. Cool. Starker Ball. Ja. Ja. Ich bin jetzt schon 53 Minuten. Vier zu drei für Sebastian Stark. Mhm. Schön gut getroffen, ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Nicht safe, aber lässt zumindest kein leichten Pot liegen. Ja, ja. Guck an, ja. Ui, ja. Ah, das schöner Safe. Ja, aber Jakob ist sofort zu seinem Jumpkill. Ja, naja, die liegt wenn vor er den Loch dünn halt, trifft, ja. die war. Ja, ja, das, also ich. Ja. Dann läuft aber halt alles automatisch auch für Position. Ja. So, kann man es mal schön von der Seite anschauen, ja. Mal schauen, wie hoch die springt. Oh nein! Die ist in die Ecktasche abgegangen. Ja. Tja. Ja, in zwei Partien. Sebastian Stab. Dreimal Bollenhand. Tja. Weihnachten, das wird Weihnachten. Das ist auch der Christmas Cup. Ja, wir hatten es doch vorhin, wer wie artig an Weihnachten oder das Jahr über war. Scheinbar war Sebastian ein ganz braver. Ganz braver, ja. Wahrscheinlich hat der Jakob seiner Ehefrau auch keine Blumen geschenkt. Und dafür wird er jetzt abgestorben. Ja, auf das Thema kommst du immer wieder zurück. Ey. Ja, ja, ich schenke meiner Frau immer Blumen. So. In welchem Winkel geht er auf die 2? So, mal gucken, ja. Ja, gerade. Schön gerade, ja. Ja, stark, einfach. Mhm. Ja, fast schon ein bisschen zu weit jetzt, gell? Ja, das ist aber okay. Ja, spielt er tief und kommt ein bisschen näher an die 4 ran. Mhm. Bin am Überlegen, wem.
sicher, die presst da nochmal in die Bande rein. Ja. Jawohl. Ja, die 6 liegt natürlich sehr nah am Mittelloch. Das heißt, da hat er keine Seitenbande, mit der er arbeiten kann. Schaut jetzt auch hier. Ja. Am besten als Replacement-Shot spielen, gerade auf die 6. Gerade eine Kugellänge hinterher. Schön gerade. Ja, jetzt reicht ein Stopp ein, ja. Ja. Ja, ein klein bisschen. Genau. Ja, ein kleiner Nachläufer. Und, mal schauen. So ein klein bisschen ganze Nachrutschen. Ja, ne, ein Stopper gespielt. Ja. Nimmt es in Kauf, dass er ein bisschen weiter von der neuen wegkommt. Ja, die Gefahr ist natürlich, wenn er jetzt, guck mal hier, eine Kugellänge weiter und er kommt noch näher an die neuen ran. Richtig, ja. Er hat schon recht, stimmt schon, was er gespielt hat. Das ist die sicherere Option. Ja. Ja, genau. Es war jetzt nämlich nicht viel Winkel und man sieht sofort, wie schnell dann hier die Distanz größer wird. Ja. So, 4-3, hat jetzt die Chance, bis auf ein Spiel an den Sieg hier ranzukommen. Ja. Okay. Das sieht so aus. Sieht so aus. Ja, unser Hürde. Sebastian Stab vom PBC Joker Altstadt gegen Jakob Belka Fortuna Straubing. Neuer Spielstand 5-3 für den Sebastian Stab. Okay, ja. Tja. Ja, am Tisch dahinter ist jetzt auch schon ein bisschen Ruhe, ja. Ja. Geht nichts mehr. Ja, jetzt kommen wir natürlich dahin, dass die einzelnen Ergebnisse voneinander abhängen, dass es weitergeht. Wir werden, denke ich, gleich mal dann zwei andere Akteure hier noch sehen. Aber jetzt erstmal schauen, wie es hier weitergeht. Jakob hat noch immer die Chance. Ja. Beim letzten großen Fehler von Sebastian hat er 2 Partien ausgemacht. Boah. Schon wieder die Weiße vom Tisch, gell? Das ist unglaublich. Ja, da ja. Trifft die zu hoch. Das ist wahrscheinlich vielleicht doch der offene Buck. Aber direkt eine, also die, selbst mit Ball in Hand ist das jetzt auch wieder eine Stellung, die wohl überlegt werden muss hier. Die 2. Oh ja. Die 2 ist jetzt nicht allzu einfach. Ja, was macht er? Spielt er für Ecke oder spielt er für Mitte? Für Fuß rechts? Die ist zu kurz. Die ist zu kurz, ja. Die ist zu kurz. Oh, da fliegt eine Mücke von mir. So was, Frechheit. So, jetzt schauen. Geht er die trotzdem an? Oh, hier geht sie an oh, und die Weiße läuft die ab. Die Weiße läuft ab. Das hat man gesehen, die 2 war ganz rechts am Eck. Sie ist zwar noch gefallen, aber extrem knapp und jetzt sofort die Möglichkeit für Sebastian den Sack zuzumachen. Die 13 liegt tja, da liegt ein Kombi, ja. Straight. Und das kann jetzt ganz schnell. Das kann jetzt, ja. Tja. Und so ist das. Das war's, ja. Das war's. 6-3 für Sebastian Stab. Für Sebastian Stab, richtig. Gegen den Jakob Belka von Fortuna Straubing. Jawohl.
Tja. So. Okay, also ja, dann nächste Viertelfinalist steht fest. Mal sehen, was da kommt. Tja, dann freue ich mich auf das nächste Begegnung. Ja. Okay. Ciao.